Straßen. Wie jeder weiß, bekamen wir den wohl ach so wohlklingenden Namen Lupagadi. Auf Russisch heißt das so viel wie, na warte, ich zeig's euch. Hä? Was auf Russisch so viel heißt wie... Ich habe bei dir auch so Interpretationsfreiheit drin gelassen. Okay, alles klar. Lupagadi ist auch eine Zeichentrickserie, im Prinzip die östliche Ausgabe von Tom und Jerry. Ein Hase, der dem Wolf zeigt, wo es lang geht. Kennt einer die Trickfilmserie? Ja. Oh, ihr hattet Ost-TV, cool. Nee, hier in West-Berlin war immer Ost-TV. Gezeigt haben wir viel in dieser Zeit. Viel nackte Haut, vor allem die Mädels. Gut, wer will das auch sehen? Gut, musikalisch haben wir vielleicht nicht so viel gezeigt, aber immerhin haben wir ein ganzes Album hingekriegt. Und auch zwei Singles. Nein, wir hatten nicht nur unsere Nummer 1, Sweetest Poison. Es gab auch noch eine zweite Single, die wurde auch zum Klingelton im Übrigen. Die konnte man dann bei Yamba runterladen. Ah, schön. Wo waren wir? Es gab auch eine zweite Single und somit waren wir kein One-Hit-Wonder, wir waren ein 1,5-Hit-Wonder. Wenn es sowas überhaupt gibt. Falls es sowas nicht gibt, dann führe ich das jetzt einfach ein. Irgendeinen doofen Witz über einführen und du kriegst Ärger. Ja, weil... Ich kenne dich einfach schon lange genug. Auf jeden Fall hatte Lupagadi ein geiles Logo. Das ist übrigens mal nicht ironisch gemeint. Ich fand den Wolf in dem Stern echt cool. Auch die Message fand ich cool. Da hat sich jemand wirklich etwas überlegt. Schließlich ging es um eine Castingband, um Rockmusik und echte Musiker. Also passte das Motto, wir zeigen es euch. Soweit, so gut. Problematisch an der Geschichte war nur, dass es neben der Zeichentrickfilmserie im tiefen Osten unseres Landes noch eine Firma gab, die einen Nuss-Nougat-Brotaufstrich mit demselben Namen Lupagadi entwickelt hatte. Lecker. Und das übrigens schon Jahrzehnte, bevor die Menschheit mit Casting-Sendungen bombardiert wurde. Ich weiß nicht, schon bei Nuss-Nougat-Creme irgendwie irgendwas Schweinische bei den Fingern. Einführen Nuss-Nougat-Creme, langsam komme ich dahinter, warum eine Kapitel geschrieben hat, mein Freund. Ich bedanke mich hinten auch im Nachwort bei der Sprühsahne. Ein Werbedeal mit dieser Firma gab es übrigens leider nie. Vielleicht wäre das ja mal die Gelegenheit gewesen, Geld zu verdienen. Aber darauf kamen unsere Verantwortlichen leider nicht. Vielmehr machten wir den Eindruck, dass wir vier einfach eine Castingband waren, die so blöd war, dass sie sogar auf Milch schwamm. Vielleicht auch gut so, denn wenn wir so einen Deal gehabt hätten, wäre ich wahrscheinlich wieder dick geworden. Aktualisierung 2010, so dick wie ich heute bin. Was an Holgers Burgern liegt. Und an der Pizza von heute Abend. Ein ganz anderes Problem hatte der Bandname auf Seiten der Fans, brachte der Bandname auf Seiten der Fans mit sich. Einige schlaue Köpfe kauften sich so ein Glas Lupagadi Nuss-Nougat-Creme und schickten es mir zum Signieren in den Verlag. Nicht so schlimm. Also Verlag, ich habe da in so einem Verlag gearbeitet, bin Musik- und Medienredakteur schon 3 Jahre vorher gewesen. Und da gab es halt dieses Postfach. Das war ja nicht so schlimm. Das Zeug hält sich ja ewig. Und solange würde die Band wohl auch nicht zusammenbleiben, als dass sie die Haltbarkeit eines Nuss-Nougat-Produkts überschreiten würde. Gut so, wenn da nicht noch ein paar Fans auch gleich noch ein zweites Glas für den lieben Sänger mit ins Paket gepackt hätten und dazu noch ein bisschen Weißbrot und Toast, damit sich das Ganze zu Hause auch sofort, damit ich das Ganze zu Hause auch sofort zubereiten kann. Prima, wenn man denn dann auch bald wieder zu Hause gewesen wäre. Leider waren wir in den ersten Bandmonaten nur selten zu Hause und so weiß ich heute, dass Lupagadi wenigstens die Haltbarkeit von Weißbrot und abgepacktem Toast deutlich überschritten hat. Tatsache ist, dass mein Postfach im Verlag, als ich nach 5 Wochen wieder leeren wollte, bis zum Himmel stank. Nicht ganz so schlimm war mein Erlebnis mit Stofftieren, die auch massenhaft auf die Bühne geflogen kamen. Für echte Rocker wie Pat und mich war das manchmal fast schon eine Demütigung. Demütigung? Also benutzen sie oft das Ü, ja, und wenn ihr mal in so einen Dönerladen geht, guckt doch mal bitte, ob an der Tür bei Drücken die Ü-Punkte da sind oder nicht. Die fehlen meistens. Ja, Türken, Alter. Heißt auch 5 Mark. Die Türken also können, wenn sie Deutsch reden, das Ü komischerweise nicht aussprechen. Ja, das ist aber bei mein lieber Freund Ross hat auch... Die Schruppe? Die Schruppe hat auch das Problem, das ist total lustig, wenn er deutsche Sätze spricht, in denen dann englische Wörter drin vorkommen, spricht er die englischen Wörter deutsch aus, weil er denkt, er würde sie sonst falsch aussprechen. Und dabei entstehen die witzigsten Sätze. Demütigung. Auch. Stofftiere. Hm? Niedliche Sache. Süß, flauschig. Au. Weil ich aber nichts wegwerfen kann, lagern die Teddys und andere Tierchen immer noch in meiner Wohnung in einem extra Zimmer. Am Anfang war es echt schwierig. Da muss ich immer sogar schlafen, wenn ich bei ihm schlafe. Das ist ein Kotzen.
am Anfang war es echt schwierig, denn viele, denn viele Fans denken wohl, dass es klasse ist, wenn man dieses Stofftier mit Parfüm einsprüht. Besucher, die in meinem Stofftierzimmerlager übernachten mussten, beschwerten sich regelmäßig darüber, dass sie nach einer Nacht sich so fühlten, als hätten sie in einem 18. Stockwerke hohen Bordell geschlafen, weil sie nach allen Parfüms dieser Erde stanken. Übrigens bin ich auf irgendeiner Bühne in Deutschland, Österreich oder Schweiz, keine Ahnung mehr wo genau, mal knapp einer Gehirnerschütterung entgangen. Schuld daran war eine 1,20 Meter große SpongeBob-Schnecke, die mir direkt in die Fresse geworfen wurde. Ich wäre sicherlich der erste schwule Rocker gewesen, der von einem Stofftier wurfgeschossen, niedergemäht und dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Wie peinlich das gewesen wäre. Eigentlich müsste ich euch dazu was erklären und es auch zeigen. Soll ich euch zeigen? Ja, komm, sag doch bitte alle ja. Ja. Im Kasperle-Theater, wenn ich hier.